Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Transportfieber Projekt Dreiflussland. Heute kümmern wir uns einfach mal um die zusätzlichen Anschlüsse bzw. um den zusätzlichen Bahnhof oder Bahnsteig und auch um die Schnellfahrstrecke, auf der wir dann den TGW fahren lassen. Achso, wir hatten hier eigentlich vorhin mal eine Verbindung, ob da war ja was. Dann kann diese Verbindung ja prinzipiell komplett hier weg, fällt mir gerade auf. Keine Bahnübergänge und sonstiges, wo es komisch aussieht. Genau. Wie wir das Ganze lang... Oh, Moment. Wir wollen ja eigentlich ja prinzipiell auch... alten Kunststoff würde ich sagen, halten wir, ne? Weil alten Kunststoff ist schon ganz gut, ne? Mittlerweile ganz gut geworden hier. Genau, ich wollte gucken, wie lang der TGW der lange ist. Triebwagen, TGW lang, wenn schon, denn schon. 283 Meter. Dann haben wir doch nur den normalen TGV 283 Meter. Ach komm schon, wenn schon, denn schon. Platzieren wir den einfach mal hier. Vielleicht auch mit Hochgeschwindigkeitsgleisen. Das Ganze in Schulden machen wir dann später. Genau dasselbe Spiel machen wir dann drüben in Mittelbrunn. Verbinden jetzt einfach Mittelbrunn und alten Kunststadt mit der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und die lassen wir ein bisschen fahren. Ne? Wir werden ganz viel weh, ganz viel auch. Also ein teures Ding, ne? Sagen wir es mal so. Und wir wollen halt ja dort die 300 Kilometer pro Stunde ausfahren. Von daher muss das was Schnelles sein. Hallo, hallo, danke. Und ich meine, wir haben das Geld, ne? 32 Millionen, easy going. Gar kein Problem. Die Brücke, dann geht es hier in den Tunnel rein. Millionen durch alles drunter durch. Es wird zwar viel Tunnelfahrten sein, aber wir wollen natürlich auch nicht unbedingt hier die anderen Strecken beeinflussen. Hier wäre es natürlich nice, wenn wir wieder ein bisschen an die Oberfläche kommen würden. Allerdings vielleicht... Oh, please. Allerdings vielleicht hinter dem Ganzen. Ist auch ein bisschen was von der Strecke wiedersehen, beziehungsweise von der Karte. Man so häufig das wieder auswählen muss. Das ist ja auch wieder übertrieben, ne? Ah, ja, too much.
Schön, wenn das... Na, okay, auch schon geht nicht. Ja, gib mich auf den Keks, ich weiß. Wir fahren einmal komplett an der Karte entlang, ne? Also ist eigentlich mehr oder weniger komplett irrelevant, wie effizient das Ganze ist. Hauptsache, die Geschwindigkeit ist da. Genau, passt. Moment. Das war natürlich lieber in dieser Richtung. Tunnel. Eieiei. Oh Gott. Brücke, 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 danke. Brücke, 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 Brücke. Wir müssen mal wieder bauen. Das. Eieiei. Am Flughafen vielleicht hier vorbei. Und dann machen wir hier eine etwas schärfere Kurve. Bis dahin sollten wir die 300 auf alle Fälle ausgefahren sein. Und dann können wir, da ist der Bahnhof. Haben wir einen Wald rein und fahren mit einer Brücke hoch. Ja, das können wir natürlich auch machen. Und dann würde ich sagen, ab hier wird es dann zweispurig. So, dann wollen wir das Ganze mal wieder anschließen. Im Prinzip brauchen wir eigentlich fast nur zwei Signale. Eins am Anfang, eins am Ende, da wir nur zwei Züge hier raufschicken werden. Ist auch egal, ob es jetzt massiv einen Profit macht oder nicht. Hauptsache ist, dass das Achievement quasi durch ist mit in Bezug auf... Einen Moment, das war hier vorne, wo wir schon wieder nur noch auf ein Gleis kommen. Hauptsache, dass wir das Achievement von wegen mit dem mit der Schnelligkeit hinbekommen. Dass das abgeschlossen ist. So war das. Achso, hä? Verstehe nicht, warum das plötzlich wieder dicke Ding ist, weil das pausiert war. Triebwagen. Wir können zwei lange nehmen, genau. Müssen noch die Straße anbinden, oder den Bahnhof an der Straße anbinden. Vielleicht irgendwie so. Aber noch mal eine Bushaltestelle hier. Haben wir die Linie Altenkunststadt L1. Dann ändern wir die mal einfach um, damit das auch passt. Dasselbe Spiel machen wir noch drüben in Mittelbrunn.
schauen, vielleicht so. Dann kann er sich alles noch ein bisschen entwickeln von der Stadt, auch in die Richtung. Machen wir hier den Stop, dann... So, ich halte wieder so viele an, ne? Der Flughafen Express hält dort. Was haben wir hier? Mittelbrunnen L1. Hat gar keine Haltestelle hier vorne. Was vielleicht auch daran liegt, weil man noch dort gar nicht hinkommt, abgesehen von der ewig lang um die Detour. Muss halt ein Gebäude weichen. Kommen wir nach der 7, können wir dann hier hinfahren, dann halten wir nochmal hier, dann halten wir dort, dann drehen wir hier und halten nochmal da, genau. Also nach dem, nach der Wiesenstraße geht es hierhin, dorthin, dahin, dahin und dahin. Wunderbar. Dann brauchen wir hierfür auch noch mal ein paar Busse, würde ich sagen. Fahrzeuge haben wir. Die haben wir eigentlich auch mit Fahrzeugersatz. Wir spielen auch mit Fahrzeugersatz, wunderbar. Das muss ich auch noch bei vielen anderen machen. Wir haben einfach das stinknormale genommen, ne? Dann nehmen wir mal 1, 2 Stück noch weitere dazu. Sollte ja, denke ich mal, reichen für Mittelbrunnen L1. Und dann brauchen wir eigentlich noch eine neue TGW-Linie, die Schnellfahrstrecke. Einmal von hier. Nach hier. Ne, jetzt müssen wir hier nach. Das Signal vor alten Kunden. Vor Mittelbrunnen hinzufügen. Und dann müsste das passen. Ja. Wunderbar. Dann können wir die TGWs hier auf die Schnellfahrstrecke schicken. Und warten auf das. Oder auf das Achievement warten, was wir dann abschließen werden. Die werden Safecore mit Raunert hier rüber brettern können. Aber ich hoffe mal, dass die Langen das schaffen auch. Die Langen sind ja schon relativ lang, ne? Jetzt beschleunigt er. Auf 300 kann er beschleunigen, also bis prinzipiell konnte er auf der Strecke 300 fahren. Ich hoffe, das reicht aus, ansonsten müssen wir halt kurze TGWs nehmen. Ich bin immer gespannt, ob, wenn er ankommt, da schon Leute warten. Also, die Busse, die fahren ja schon lang. Oh,
Und dasselbe spielt man halt hier drüben. Was ich auch interessant fand beim Bau der Strecke, ist diese Brücke. Ist weder diese eine Standardbrücke hier mit dem Gedöns. Das ist ja, die Brücke hat mich sehr überrascht, dass die hier bei rumgekommen ist. Weil eigentlich habe ich da diese rote ausgewählt, aber es kam diese beide raus. Was ich nicht verkehrt finde. Ich finde die fast schöner als die rote und die andere Stahlbrücke. Beschleunigen wir das mal, das Ganze, bis der Zug hierher kommt. Das haben wir den gleich auf 200. 210. Hundertvierzig, 250, 260. Ich habe das Gefühl, da könnte. Ja, vielleicht müssen wir einen normalen TGW nehmen, wenn wir das schaffen. Vielleicht ist der lange. 270. Ja, um den Boss müssen wir noch uns kümmern. Hier schafft er nur 240. Ich hoffe, der packt das. Zweihundertsiebzig ging ja. Zweihundertachtzig. 290. Und da bremst er schon wieder ab. Ist doch belastend. Oh, 299. 300. Sehr schön. Speed of Light. Dann hat das geklappt. Dann können wir einfach mal nochmal spaßeshalber gucken, ob hier schon welche Leute warten. Nee, tun sie noch nicht. Der andere, der kommt dann ja auch bald drauf. Ich muss ja auch so viele, also gut, die hier nicht, aber die anderen muss ich nochmal ersetzen wieder. Oder viele Sachen muss ich ersetzen. Also, das den automatischen Fahrzeug das aktivieren noch. Bin ich bisher, ja, mehr oder weniger noch nicht dazu gekommen. Wollen wir jetzt die Schnellfahrstrecke? Ich könnte einfach suchen. 16 Minuten, gar kein Problem. Das werde ich wahrscheinlich nochmal verbessern. Wenn in den TGW lang. Als Ersatz. Der müsste ja bald da ankommen. Der ist da. Dann kann der andere. Wenn der andere, also wenn der erste Zug drüben ist in im Mittelbrunnen, dann kommt der andere ja erst raus. Also das ist ja quasi geplant, dass die quasi sich mehr oder weniger in der Mitte kreuzen so. Also ich will die nicht auf effizient auf möglichst viele Züge fahren, sondern einfach nur war nur wegen des Achievements. Wo ist der? Der müsste jetzt, der ist jetzt hier, dann über die Brücke fährt er gerade, ne, in den Tunnel rein. Ja, das Geld, ne? Also wir haben zu viel Geld, wir können das Geld ausgeben, selbst wenn das weiterhin beim minus 14 Millionen ist, dann who cares, wir sind bei teilweise 59 Millionen, gut, jetzt 206, jetzt haben wir halt eine Menge ausgegeben, weil wir das gebaut haben, aber ne, gar kein Problem, 59 Millionen, kann euch miese machen, gar kein Problem. Der andere muss auch noch mal raus, also erstmal raus, ne? Also von daher wird sich alles doch ändern. Ich denke mal, mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht wieder eine Mitfahrt, wenn wir noch so viele Güter mitfahren.
Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr im nächsten Video wieder vom Transport Fever Projekt 3 Fluss nehmt.